Servus Leute, heute mal wieder ein Format, was die meisten von euch feiern, und zwar der Vollpfosten des Monats. Ja, im heutigen Video haben wir wieder einen Vollpfosten des Monats, aber bevor wir dazu kommen, muss ich euch erstmal sagen, ich bin in Rijeka unterwegs. Wir haben einen kleinen Kurzurlaub gemacht. Wir haben den Feiertag mit dem Wochenende verbunden, also das Wochenende praktisch verlängert. Also meine Frau ist ja aus Rijeka. Gestern war ich in Italien, habe also auch geschäftlich was erledigt. Und das ist dann immer toll, wenn du das Geschäftliche mit dem Urlaub verbinden kannst und ja, super Wetter hast. Wir waren sogar ein bisschen am Strand und baden, also ich selber nicht, aber meine Kinder. Und ich habe noch eine wirklich interessante Nachricht oder Neuigkeit. Und zwar kommt bald, da wurde ich von den netten Mitarbeitern von TomTom angeschrieben, es kommt bald ein neues TomTom Navi auf den Markt. Das soll ja, so vieles in den Schatten stellen, was bislang da war. Es ist, wie gesagt, noch nicht auf dem Markt. Es wird aber bald kommen. Das wird ihr dann auch auf meinem Kanal natürlich erfahren. Ich werde das Ganze natürlich auch sehr fleißig testen für euch und dann das Ganze in ein Review verpacken und euch erzählen, ob das Ganze lohnenswert ist oder nicht. Jetzt kommen wir aber zu dem Video Vollpfosten des Monats. Format, wo viele schreiben, Luca, man kommt wieder, man kommt wieder, man kommt wieder. Das Format, ja, es kommt jetzt, es kommt heute. Ich war wirklich noch gestern so am Überlegen, welches ich nehme, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch wieder momentan auf der Suche nach einem Fahrer. Ja, es ist also seit einem Monat kann ich keinen Fahrer finden. Ich habe bis jetzt das Glück, dass der Fahrer, der gekündigt hat, der will einfach mit dem LKW fahren aufhören. Das heißt, er ist mir jetzt noch einen Monat länger eingesprungen, aber ich sehe schon, das Ganze wird irgendwie knapp, keine Ahnung. Ich habe sogar das Gehalt ein bisschen hochgeschraubt. Also ich bin jetzt schon wirklich weit über dem Durchschnittsgehalt in Kroatien. Also wir reden hier von meiner kroatischen Firma. Also bitte nicht ja, fleißig schreiben, Bewerbungen schicken für meine deutsche Firma. Da ist alles, ja, da ist alles Paletti, würde ich sagen. Ja, es gestaltet sich wirklich sehr schwer. Und da, ich hätte nur bei den Bewerbungen, hätte ich für Vollpfosten des Monats, also zum Beispiel jetzt, ich mache das Ganze über Facebook, habe auch schon mehrmals erklärt, warum. Und dann melden sich eigentlich auch in der Regel immer sehr fleißig Leute. Was ich aber jetzt nicht verstehe, in der momentanen Situation, wo ich wirklich weiß, dass viele Transportunternehmen kaputt gegangen sind, man muss dazu sagen, ich kenne auch ein paar neue Transportunternehmen. Das heißt, die Frage ist halt jetzt, wie viele neue sind dazugekommen? Das weiß ich jetzt auch nicht, aber anscheinend ist der Fahrermangel momentan wirklich krass. Also wirklich krass. Und ich hatte vor kurzem, also vor 2 Wochen oder so, hat sich einer gemeldet, so, also ich habe das Gehalt, habe ich reingeschrieben in die Anzeige. Ich habe das System geschrieben in die Anzeige, also wie man arbeitet. Ich habe reingeschrieben, dass man Deutschland, England fährt und so weiter und so fort. Und dann schreibt er mir so in den Messenger rein, Gehalt, 3 Fragezeichen. Wo fährt man? 3 Fragezeichen. Wie lange ist man unterwegs? 3 Fragezeichen. Und was für ein LKW bekommt man? 3 Fragezeichen. Und dann schicke ich ihm zurück. Gut, ich habe natürlich auch ein bisschen provoziert, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich ihn zurückgeschickt. Haben Sie die Anzeige gelesen? 3 Fragezeichen. Er schreibt mir zurück, ja. Dann sage ich, okay, wenn du die Anzeige gelesen hast, dann schick einen Lebenslauf. Und was sagt er mir? Die Zeiten sind vorbei, wo wir LKW-Fahrer einen Lebenslauf schicken. Denke ich mir, ja gut, das ist ja dann der Fahrer, von dem man eigentlich geträumt hat. Also ganz einfach, oder?
Also wirklich, Leute, ich könnte euch Geschichten erzählen. Das ist einfach nur krank. Gut, kommen wir jetzt zum Kollegen des Jahres oder des Monats oder zum Vollpfosten des Monats. Das war wirklich zu Beginn. Ich habe damals so vielleicht ja für ein Jahr oder knapp ein Jahr meine Firma gehabt. Und ich hatte bis dahin aus dieser einen italienischen Firma schon ein paar Fahrer. Zwei oder drei haben schon damals bei mir gearbeitet aus dieser italienischen Firma. Warum nenne ich jetzt die italienische Firma? Weil dieser Kollege mich auf eine Anzeige hin angerufen hat, dass er in dieser Firma arbeitet aus Italien. Ich habe diese Firma schon mal erwähnt, also keinen Namen, aber ich habe schon mal darüber gesprochen. Und zwar ist es eine italienische Firma mit sehr vielen LKWs, wo, sagen wir mal, hin und da die Lenkzeiten ein wenig überschritten werden und die Fahrer 4 Wochen fahren, eine Woche frei haben, aber auch nur in der Theorie, weil in der Regel sind diese Fahrer 4, 5, 6, 7 Wochen unterwegs, und wenn sie dann eine Woche nach Hause gehen, müssen sie in der Regel immer nach 4, 5 Tagen schon zurück. Das Ganze natürlich mit ihrem Privat-PKW. Bei mir sind es halt 3 Wochen fahren, eine Woche frei, und du fährst nach Hause mit dem Firmenwagen. Ist schon ein kleiner Unterschied. Aber auch beim Gehalt. Du verdienst bei mir um die 2,2 netto für die 3 Wochen fahren. Und dort verdienst du, kommt je nach Fahrer drauf an, aber der Fahrer war ein sehr guter. Ich glaube, der hat damals um die 90 oder 100 Euro pro Tag verdient. Und ja, 90 oder 100 Kilometer pro Tag, weil er irgendwie 18 oder 19.000 Kilometer im Monat geschrubbt hat. Natürlich vollkommen legal, ja. Warum rede ich jetzt so über die Firma? Weil das sind eigentlich die Firmen, die uns die Probleme bescheren. Das sind eigentlich die Firmen, die den Markt, die Preise und alles kaputt machen, und nicht osteuropäische Firmen, wo es auch wirklich sehr viele oder weit gesehen die meisten osteuropäischen Firmen, die vollkommen legal arbeiten. Das sind in meinen Augen die Probleme. Dann sind die Fahrer nicht in Italien angemeldet, sondern in der Slowakei, weil da der Mindestlohn noch niedriger ist und dann das Ganze noch besser funktioniert. Ja, auf jeden Fall, diese Firma hat eine Besonderheit, und zwar, du hast 2 Monate Kündigungsfrist. Und das ist halt für mich immer ein Problem. Und damals, wie gesagt, ich war noch eine sehr junge Firma. Wir haben eine riesige Fluktuation gehabt, der Fahrer. Es ist einfach wirklich so, umso länger du die Firma hast, umso mehr gute und feste Fahrer wirst du dir aufbauen. Bei mir ist es interessant, in der kroatischen Firma, ich habe 4 Fahrer, und 3 Fahrer habe ich so lange, ich weiß nicht, 2, 3 Jahre, und diese eine Stelle, die rotiert mir dauernd. Auf jeden Fall, er hat sich bei mir 2-mal gemeldet. Also das erste Mal, wo ich, sagen wir mal, so die ersten Fahrer gesucht habe. Ja, da hat er gesagt, ja, weißt du, das Gehalt, das ist halt, ich verdiene hier viel mehr. Ich weiß, ich arbeite auch viel mehr, aber das Gehalt ist halt gut. Ich muss ein paar Jahre ein bisschen Zähne zusammenkneifen und dann passt das Ganze schon. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, kein Problem. Dann haben 2 Kollegen von ihm bei mir angefangen. Die waren auch, der eine war, glaube ich, 4, 5 Jahre bei mir, der eine 3. Die waren wirklich top, top, top. Dann hat er wieder angerufen. Ja, ich habe mit dem und dem Fahrer gesprochen. Er hat mir gesagt, dass es super bei dir ist. Und ich würde gerne nochmal darüber reden. Und ja, und kannst mir Zeit lassen, 2 Tage zum Nachdenken, dann lässt du ihn 2 Tage Zeit zum Nachdenken, weil die Sache ist einfach die, du weißt, du bekommst einen Fahrer, der wird bei dir in den 3 Wochen, die er arbeitet, wird er so um die 9000 Kilometer machen, und vorher hat er in 4 Wochen 18, 19.000 gemacht. Und auf jeden Fall, zum Schluss hat er mich wieder angerufen und er hat wieder gesagt, ja, Problem, Gehalt hin und her, tut mir leid, dass ich dich
wieder an der Nase rumgeführt habe und so. Und dann sage ich, ja gut, passt. Und dann, das dritte Mal, ruft er mich an und sagt, ja, ich habe jetzt wirklich gekündigt. Mir reicht es jetzt wirklich. Ich habe vor einer Woche gekündigt. Ich will bei dir anfangen. Und ich habe, wie gesagt, 2 Monate Kündigungsfrist abzuarbeiten und bla bla bla. Und ich war wirklich, ich habe gesagt sofort, nee, kein Problem. Der andere Fahrer, der gekündigt hat bei mir, der muss ja 1 Monat Kündigungsfrist abarbeiten. Nach diesem Monat Kündigungsfrist ist es tatsächlich so, ganz kurz bitte, dass ich hier nur vorfahre. Wir suchen uns jetzt einen Parkplatz, damit ich das Video schön zu Ende labern kann. Also auf jeden Fall habe ich gesagt, kein Problem, dann fahre ich 3 Wochen. Das heißt, dieser Fahrer, der gekündigt hat, der fährt ja 3 Wochen, dann hat er 1 Woche Urlaub, dann müsste er fahren, dann springe ich die 3 Wochen ein, dann habe ich ja so gesehen 1 Woche Urlaub und, ja, und dann kommt ja dieser neue Fahrer. Und das hat auch alles eigentlich perfekt geklappt. Ich habe die 3 Wochen gefahren, leider damals noch keine Videos aufgenommen. Ja, habe dann gewartet, dass er seine Kündigungsfrist abarbeitet. Dann die Woche, wo ich praktisch im Urlaub war, dann bin ich mit dem Firmenwagen zurück nach Zagreb, habe das in Zagreb den Firmenwagen abgestellt bei mir in der Firma und bin dann mit meinem PKW, Privat-PKW oder Firmenwagen, meinem privaten Firmenwagen, bin ich dann nach Hause gefahren. Ja, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, guck mal, der PKW steht da, der lebt nämlich in Slawonien, so 250 Kilometer von Zagreb entfernt. Ich habe gesagt, hier, das Auto wartet da auf dich, du kannst schon mal abholen, wir parken jetzt hier einfach mal. Du kannst das Auto schon mal abholen, kannst nach Hause fahren, kannst die Sachen reinmachen und dann am Freitag halt die Schicht fahren. Wir sind damals noch Italien, Deutschland gefahren für die Spedition, wie ich habe im letzten Video erwähnt. Ich habe ihn angerufen und gesagt, du, Freitag so gegen 11 Uhr auf den Irschenberg ist die Schicht. Ich muss dazu sagen, bei uns ist es halt so, vor dieser Schicht wird in der Regel immer eine 24er gemacht, also weil übers Wochenende wird gefahren. Und dann wird von Donnerstag auf Freitag die 24er gemacht. Das heißt, der Fahrer, der nach Hause geht, ist ausgeruht, um nach Hause zu gehen. Und der andere Fahrer, der kommt, übernimmt am Freitag den LKW. Und da erst sonntags abgeladen wird, hast du in der Regel keinen Stress, weil du kannst erstmal, wenn du zum LKW kommst, dich einrichten, kannst erstmal schlafen gehen und dann deine Tour fahren, weil du hast eigentlich nur bis zur ersten oder zweiten Abladestelle, also bis zu den ersten 2 Abladestellen, hast du so 7-8 Stunden Fahrt vom Irschenberg. Das heißt, du kannst ganz locker, gechillt am Samstag runterfahren oder schon am Freitag runterfahren und dann halt bis Sonntag warten. Also hat wirklich immer super geklappt. Und dann habe ich dem Kollegen gesagt, kannst das Auto abholen. Das hat er auch gemacht, ist also hingefahren, 2-3 Tage vor der Schicht. Ist mit sich mit dem Auto nach Hause. Und ich glaube, ich habe den Anruf so gegen 2-3 Uhr in der Nacht bekommen, dass, ja, weißt du, Luca, ich denke mir erstmal 2-3 Uhr in der Nacht, was ist jetzt los? Er ist ja noch nicht beim LKW, wo ist jetzt das Problem? Also ich habe es einfach, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht vom PKW, die Tankkarte, vielleicht hat er den PIN nicht gefunden oder irgendwie sowas. Habe ich mich gemeldet, sage ich, ja, wo ist das Problem? Sagt er, du, Luca, also so halb in Tränen, also er war nicht in Tränen, aber halb in Tränen. Und ihr müsst ihn vorstellen, so 1,80 Meter, also er ist schon kleiner, aber so ein Brocken, ganz tätowiert, alles, bla bla bla. Und hey Luca, du, ich kann das Ganze nicht und ich kann nicht und ich war jetzt gerade hier kurz vor der slowenischen Grenze und ich habe jetzt umgedreht, ich fahre dir das Auto zurück in die Firma und wir lassen das Ganze und ich denke mir nur, warte. Erstmal so halb im Schlaf, was erzählst du jetzt, was geht's genau? Nee, du, ich habe mir das Ganze überlegt und du, ich kann das nicht machen, ich kann diesen Job einfach nicht machen bei dir und hin und her und sage ich, also erstmal, du weißt nicht, wie du reagieren sollst. Erstmal denkst du dir, okay, Alter, wir haben
dreimal telefoniert über diesen Job. Und dann erstmal weißt du ja nicht, wie du reagierst. Was machst du jetzt? Der andere Fahrer, der wartet ja darauf. Der hat ja zu Hause Familie. Er wartet darauf, dass seine Schicht kommt, den LKW übernimmt, dass er nach Hause kann. Und jetzt willst du das Ganze erstmal so in Handschuhen. Erstmal warte, langsam. Um was geht's? Wo ist das Problem? Da hat er mir in diesem Moment, hat er mir nicht das ganze Problem, sagen wir mal, geschildert. Und zwar sagt er mir, ja, du, weißt du, ich komme mit deinem Gehalt einfach nicht klar. Dann sage ich, ja, Alter, aber ich meine, das Gehalt ist einfach so. Und du bekommst in deiner italienischen Firma zwar 3.000 Euro, aber auch nur, wenn du 30 Tage unterwegs bist, weil du irgendwie 100 Euro pro Tag bekommst. Wenn du jetzt bei mir meine 2,2 netto runterrechnest und dann schaust, dass du 3 Wochen im Monat arbeitest, dann bist du auch bei 100 Euro. Der Unterschied ist aber, dass du hier genau weißt, wann du nach Hause gehst und genau weißt, wann du frei bist und den Firmenwagen, mit dem Firmenwagen nach Hause fährst. Und hier fährst du mit deinem Privat-Pkw nach Hause und machst 50% mehr Kilometer. Oder 30 oder 40% mehr Kilometer. Bist dauernd illegal unter diversen Möglichkeiten der Illegalität, sagen wir es mal so. Ja, aber das Problem ist, bei mir kann er nicht sagen, okay, ich will jetzt aber 6-7 Wochen bleiben, weil ich brauche das Geld. Sondern nach 3 Wochen ist halt eine Woche Urlaub. Das ist einfach so ein System. Und dort, die haben über 300 LKWs und wenn der halt auch länger bleiben will, kann er das. Ja, und ihm fehlt irgendwie das Geld. Warum fehlt ihm das Geld? Weil er sich eine Wohnung gekauft hat auf Pump, weil er die Wohnung eingerichtet hat. Also diese anderen Fahrer, die kennen sich ja. Die haben gesagt, die Wohnung sieht brutalst aus. Also irgendwie ein Fernseher, der 3.000, 4.000 Euro kostet oder damals so viel gekostet hat. Wo ich mir denke, okay, ich habe einen Fernseher, der kostet 300, 400 Euro im Haus, aber gut, okay. Auf jeden Fall alles auf Pump, hat sich ein Auto gekauft, ein neues, auf Pump natürlich, und seiner Frau, weil die muss ja auch ein anständiges Auto haben, auch ein neues Auto auf Pump. Die Frau muss natürlich nicht arbeiten, weil die haben 2 Kinder. Dann ist schon ein Unterschied zwischen 3.000 Euro und 2.800 Euro netto. Auf jeden Fall, ja, er kann das Ganze nicht und er wird das Auto da abstellen. Und ich habe dann erstmal versucht, noch das Ganze zu drehen und zu wenden. Ich dachte, okay, fahre jetzt halt die 3 Wochen und dann habe ich genug Zeit, um einen neuen Fahrer zu finden. Und dann wird das Ganze schon passen. Nee, ich kann nicht und... Du kannst machen, was du willst und hin und her. Und ich sage, ja, aber du hast einen Vertrag. Du hast deine Kündigungsfrist. Du musst es abarbeiten. Hat ihn alles nicht interessiert. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals, war ich sehr grün hinter den Ohren, hatte auch noch keinen Anwalt für diese Fälle. Und das Ganze, er ist ja damit auch, sagen wir mal, gut weggekommen. Heutzutage würde ich das so überhaupt nicht stehen lassen. Ich würde den einfach vor Gericht zerren. Und dann habe ich gesagt, okay, Alter, aber du kannst doch jetzt nicht einfach das machen. Und dann hat er sich geöffnet, also er hat wirklich angefangen zu weinen am Telefon, wo du auch ein bisschen Mitleid bekommst. Weil warum habe ich kein Mitleid mit ihm bekommen? Ja, weil er einfach jetzt geht, wo er fahren muss. Also er geht nicht jetzt und sagt, hey, ich fahre dir jetzt die 3 Wochen, wenn ich zurück bin, dann such dir einen anderen Fahrer oder hat in diesen 2 Monaten mich angerufen. Nein, er sagt es genau um 2 Uhr in der Nacht, wo am nächsten Tag um 11 Uhr die Schicht ist. Ja, und dann hat er sich geöffnet und sagt, ja, du, ich habe noch aus der früheren Beziehung oder Ehe, was weiß ich, ein Sohn. Und da ist das Problem, dass bei mir, also in Kroatien ist es sehr rigoros, das heißt, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie man es zahlt, diese Alimentation oder wie das heißt, auf jeden Fall, wenn du das zahlen musst und du nicht zahlst oder irgendwie sowas, dann wird dir jetzt, passt auf, 3/4 von deinem Gehalt gepfändet. Das heißt, du hast 1.000 Euro netto. Dir wird 750 Euro gepfändet und dir bleiben 250 Euro zum Leben. Und jetzt bei mir haben die ja ein Grundgehalt, haben Spesen. Das heißt, die Spesen, die sind so um die 1.500 Euro oder 1.400, die werden auch nicht angefasst vom Staat oder von dieser, ja, vom Kind eigentlich im Endeffekt. Und der Rest, dieses restliche Gehalt, da wird halt 3/4 weggenommen.
Und wenn man jetzt sieht, da wird jetzt drei Viertel weggenommen, dann ist das Ganze gar nicht mehr so ein kleiner Unterschied zwischen den 3.000 Euro, die er ja für diese italienische Firma aber in der Slowakei verdient, wo die ja überhaupt nicht rankommen an ihn. Das heißt, die können ihn gar nicht fänden aus Kroatien. Oder zumindest damals ging es nicht. Ob es jetzt geht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall reden wir jetzt auf einmal von, keine Ahnung, 1.800 Euro netto gegenüber 3.000 Euro netto, was er natürlich alles ja schon im Vorhinein gewusst hat. Ich habe aber dann später, also ich habe gesehen, okay, da kann ich jetzt machen, was ich will. Der Idiot ist wirklich zurückgefahren zur Firma, hat da den PKW abgestellt, saß dann noch im PKW, hat da rumgeheult. Wie er dann weggekommen ist vom PKW, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, was heißt es, Luca, um 3 Uhr in der Nacht, wo mit 2 Stunden Schlaf, Sachen packen, ins Auto nach Zagreb, in den PKW und hoch zur Schicht. Und ich glaube, das war damals sogar die Schicht, wo ich dann von Neapel mit der Fähre nach Sizilien und so gefahren bin, war das Katastrophe für mich. Weil du hast ja, ich habe ja meine anderen Firmen, du hast eine anderen Aufgaben, du hast andere Pläne, du hast, ja, ich muss euch das Ganze ja nicht erzählen. Und dann habe ich mit einem Fahrer, oder mit dem Fahrer, mit dem ich dann die Schicht hatte, habe ich geredet. Dann sagt er mir, ja, wenn du seine Frau kennen würdest, dann wäre dir alles klar. Er sagt, die lebt im Luxus, wie wenn sie, keine Ahnung, von irgendeinem Prinzen aus Dubai unten die Frau wäre. Das ist Wahnsinn. Die Frau fährt einen 9A3, die haben sich eine Wohnung gekauft, also richtig fette Neubauwohnung, alles brutalst eingerichtet, alles auf Pump. Ja, sie will aber, dass er mehr zu Hause ist. Das heißt, auf der einen Seite hat die ihn immer gepusht, ja, ruf doch die an, also ruf mich an, fang bei denen an, damit du öfters zu Hause bist. Aber dann, wenn das Geld knapp ist, ja, dann geh doch lieber doch in diese Firma. Und dann denkst du dir nur, Alter, was alles auf dieser Welt unterwegs ist. Ich weiß, es wird jetzt Hater geben, die werden sagen, ja, die Arbeitgeber immer und hin und her und du redest nur über Arbeitnehmer und wie gesagt, macht gerne einen Kanal, einen eigenen auf, erzählt eure Geschichten, was ihr mit Arbeitgebern hattet. Ich hatte in meinem Leben 5 Arbeitgeber und keiner von diesen 5 ist irgendwie, ja, hatte ich irgendwelche Vorfälle oder Szenen, die jetzt in so ein Video reingehören. Also von dem her, ich kann über meine Arbeitgeber, die ich hatte, nicht klagen. Wenn es nicht gepasst hat, oder wenn ich was Besseres gefunden habe, habe ich gekündigt, habe die Kündigungsfrist abgearbeitet und gut ist. Gut Leute, ich hoffe, ihr seht, mit was alles man so kämpfen muss. Also vor allem für die, die erst frisch in der Selbstständigkeit sind oder jetzt frisch darüber nachdenken, Angestellte zu haben. Ihr müsst, wie gesagt, dieses Format ist einfach auch dafür da, damit ihr seht, was auf euch alles zukommen könnte oder kann. Und aus diesem Grund werde ich definitiv mit diesem Format weitermachen. Ihr könnt auch unten fleißig kommentieren und eure Fälle schildern, vielleicht von Kollegen oder von euren Angestellten, wenn ihr selbstständig seid. Bitte gerne unten kommentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, einen dicken, fetten Daumen hoch da lassen, Abo da lassen, bitte nicht vergessen, auch die Glocke zu drücken. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Leute, ciao.